Ja, Hallöchen, Hallöchen zusammen. So, also ich habe hier ein bisschen rumexperimentiert und bin ja gestern doch an einen Frustlevel gestoßen, wo ich das Spiel fast deinstalliert hätte. Jetzt kommen wieder ein paar Bugs zum Vorschein, die seit 1.0 hier im Spiel sind. Aber nichtsdestotrotz, wir machen weiter. Das Spiel macht ja trotzdem Spaß. So, wir sind immer noch bei der Forschung und einfache Waffenmodifikationen. Hier muss ich einen Regulierer organisieren. Und der Borotar, der, ja, der schickt mich dann irgendwo hin. Das ist immer irgendwo in der Nähe, das ist zufallsbasiert. Habe ich jetzt festgestellt, weil ich bin jetzt gerade, ja, am Arsch der Welt, könnte man sagen. Ich habe nebenbei mal ein paar Sektoren aufgedeckt, schon mal angefangen. Und ja, jetzt schickt er mich hier natürlich in ein feindliches Gebiet. Ach nee, da muss ich hin. Oh, wo will er denn? Oh, da ist auch noch ein Gebiet. Gucken wir mal, wo wir jetzt landen. Ketzers Untergang. Ist das wahrscheinlich doch nicht Zufall? Jetzt muss ich mal gucken. Nee, ist doch nicht Zufall. Genau, hier muss ich nämlich hin. Da ist mein Ziel. Nobileus Glück 2. Okay, das ist vorgegeben. Da sind Sicherheitscontainer und die muss ich dann aufbekommen. Und das ist mitunter sehr schwierig. Da diese hier an meiner Maus, seht ihr diese Vorhaltepunkte, diese kleinen Punkte für jede einzelne Waffe, die verschwinden nämlich. So wie das mit 1.0 schon war. Und ich, ich habe damals schon einen Videoguide gemacht und diesen Videoguide habe ich mir jetzt selber nochmal angeguckt. Und jetzt weiß ich auch, wie es funktionieren könnte. Aber bis dahin ist noch ein ganzes Eckchen. Aber das Schöne ist ja, Ketzers Untergang. Könnte man ja hier was bauen. Weil das werden ja meine zukünftigen Feinde sein hier. Also sind ja schon meine Feinde. Die haben Familie Krit schon verloren. Hier Familie Zyat ist das ja hier. Die Xenon sind hier doch sehr aktiv. Muss ich feststellen. Ich habe auch schon ein I gesehen, ein K, habe ich sogar schon mit Hilfe von einer Sektorflotte plätten können. Sehr interessant. Also die Xenon-Schiffe, die sind ja anders bewaffnet, als es früher der Fall war. Und die sind auch ziemlich hart. Also selbst mit meinen 6 Waffen hier, sind ja nur Pulslaser und Gatlings, kriege ich den Schild nicht runter. Der generiert sich einfach zu schnell. Oh, was war denn das? Ah, Lindwürmchen. Hatikvas Entscheidung. Stimmt, hier ist ja der. Na, hier ist doch. Ist das nicht hier? Na klar ist das hier, genau. Hier habe ich früher immer schön Xenon-Schiffe gefarmt, um Rang bei den Nagonen zu sammeln, aber das mache ich ja jetzt nicht mehr. Oh, neues Tor. Na, dann entdecken wir doch nebenbei noch gleich ein paar Sektoren hier. Argon Prime, da haben wir auch gleich das Raumdock von den Argonen entdeckt. Na, sehr schön. Sauber. So, das Spielerhauptquartier, das produziert munter fleißig jetzt Energiezellen. Wir können ja mal auf Informationen. Weiter Kontakt. Und ich dachte schon, das Spiel stürzt mir jetzt ab. So, 7213 Energiezellen haben wir drinne. Jetzt muss ich mich erstmal hier. Stationsübersicht. Da haben wir es. Genau. Bis zu diesem Punkt soll verkauft werden. Oha. Okay. Wird auf jeden Fall interessant. Ich habe den Preis mal nicht automatisch gemacht. Weil sonst, wenn das Lager nämlich nicht sehr gefüllt ist, dann ist natürlich Angebot und Nachfrage. Wenig Angebot, dadurch heißt, der Preis ist hoch. Ich habe den jetzt einfach mal auf 14 Credits gesetzt und man sieht, es wird mir alles weggekauft, was produziert wird. Die haben nämlich, also das Universum hat extremen Energiezellenbedarf. Also die Energie, Quatsch, die Wirtschaft ist eigentlich schon kaputt. Die ist schon am Anfang, ist die völlig kaputt.
Die bauen zwar alles auf, aber es ist halt schwierig. Aber es ist ja auch unsere Aufgabe, da ein bisschen zu helfen. So, was sind wir denn schon da? Ah, gleich. Ich weiß, wo wir sind. Jetzt kommen wir gleich in meinen Lieblingssektor. Ich habe immer noch keinen Sensor. Oh. Aber Kark-Kontakt habe ich auch schon gehabt. Das ist ja tatsächlich hier unten. Da. Bei den Paraniden, da wo ich früher auch schon gefarmt habe. Super. Kann ich mal den Paranidenrang noch hoch machen, damit ich mir hier am Paranidenraum hier mal eine schöne Nemesis holen kann. Huhuhuhu. Nemesis war ja immer mein Lieblingsschiff. Und wird es vielleicht doch bleiben. Mal gucken. Wobei ich aktuell der Meinung bin, dass selbst sechs Waffen hier nicht viele sind. Aber dafür habe ich nur einen einzigen Schild und das ist halt das große Problem. Aber wir machen jetzt einmal die Forschung. Das muss jetzt funktionieren. Sonst springe ich hier im Dreieck. So, wir sind schon im Zielsektor angekommen. Na, das sieht doch relativ zügig. Da quatsche ich euch einfach nur zu und pum, sind wir gleich da. Ich würde ja gerne Teleportation vorrangig bedienen in der Forschung, aber das braucht halt auch alles ganz schön viele Waren. Wo ich den Markt dann wieder leer kaufen müsste. Bräuchte ich erstmal einen Transporter. Werde ich mir wahrscheinlich demnächst auch mal zulegen. Autopilot ausgeschaltet. Ach, Autopilot ausgeschaltet. Ist aber ganz schön ruckelig hier heute. Unbekannte Zone. Ist man ja schon weit weg. Das lief hier gestern aber alles ein bisschen besser. Wahrscheinlich muss man echt mal den Rechner einfach neu starten. Dann das Spiel starten, dann läuft alles flüssig. Republik Antigon baut Verteidigung in letzte Grenze auf. Aha. Ja, also im ganzen Universum Shepards ist so super. Es entwickelt sich ja bei jedem anders. Das ist ja nun mal so. Also Tribune hat schon gesagt, die Xenon, die sind so übermächtig und nehmen da ein System nach dem anderen ein. Ich bin gespannt, wie sich das bei mir entwickeln wird. Es wird ja noch eine Weile dauern, bis ich hier kampfstarke Flotten habe. Aber jetzt einmal die erste Forschung. Ich bin gespannt, ob das jetzt klappt, was ich vorhabe. So, dann wollen wir mal einen Scan machen. So. Unbekanntes Objekt. 9 Kilometern. Das sind drei Sicherheitscontainer. Ich muss nur höllisch aufpassen, weil mein Schiff nämlich viel zu groß ist für diese Aktion. Nicht, dass ich die ja. Weil die sind. Das Schöne ist nämlich, die bewegen sich kein Stück. Die sind schön ruhig. So. Bidim, 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 bidim. So, setzen wir uns mal schön hin. So. Achso, ich muss noch die Waffen deaktivieren, dass ich nur mit einer Waffe schieße. Ey, das. Das klappt auch nicht.
Das ist genau das gleiche Problem. Genau das gleiche Problem. Vielleicht hat es damals funktioniert, aber es funktioniert. Ich wollte eigentlich Pulslaser genau. Ja. Ich weiß ja nicht, ob ihr das seht. Der Vorhaltepunkt hier. Ja? Der verschwindet, sobald ich das Ziel anvisiere. Pupp, weg ist er. Und dann schieße ich automatisch ins Nichts. Da sucht er sich... Ja, jetzt mache ich es mal hier über die Maussteuerung. So, da verfolgt er. Folgt er mir, der Vorhaltepunkt. Und jetzt, flupp, ist er weg. Man kann die Dinger nicht aufschießen. Es ist einfach nur nervig. Diese verdammten Bugs. Man muss hier auch mal meckern. Weil der Bug ist seit 1.0 am Start. Aber ich habe jetzt eine Idee. Autopilot. Autopilot mal lieber aus. Ja. So. Und. Reisemodus aktiviert. Dann werden wir das jetzt anders machen. Ich habe nämlich noch keinen Handlaser. Den werde ich mir jetzt kaufen. Dann werde ich da nochmal hinfliegen und mit dem Handlaser die Dinger manuell im Raumanzug öffnen. Und wenn ich daneben schieße, explodiere ich. Hm. Ich hoffe, dass das wenigstens klappt. Ja, genau aus diesem Grund habe ich hier Sicherheitscontainer-Missionen und sowas alles links liegen lassen. Und jetzt werde ich aber dazu gezwungen durch die Forschung. Es ist nicht schön. Hätten sie ja wenigstens mal fixen können, den Bug. Ja, dann gibt es wahrscheinlich wieder irgendein Schiff oder irgendeine Waffe, mit denen das geht, aber ganz ehrlich... Nee. Ich bin mit dem Schiff hier. Es hat mit dem Schiff zu funktionieren. Das tut es nicht. Achso, ich sollte vielleicht mal... Okay, alles klar. Aufstehen. Blüb. Ich habe gestern tatsächlich einige Bugs erlebt. Also bei einem, da bin ich hier über diesen Teleporter auf die Brücke von einem NPC-Großkampfschiff. Und das ist dann abgedockt. Ja, dann stand ich da, dann war ich auf einem Schiff und kam nicht mehr weg. Und dann dachte ich mir so, naja, ich kann ja über den Teleporter in Raumanzug steigen. Konnte ich hier Raumanzug auswählen, so wie hier. Ja, dann bin ich in das Schiff geglitscht und kam da nicht mehr raus. Und dann, naja, da musste ich halt nochmal neu laden. Also legt euch auf jeden Fall mehrere Savegames an und speichert regelmäßig. Ansonsten habt ihr keine Freude. Wo will ich denn hin? Händlerbereich, ja? Na. Da will ich hin. Bim, 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 bim. Kann ich helfen? Ich habe ja jetzt auch eine Menge Zeug eingesammelt. Hier, ich habe jetzt 10 programmierbare Feldmatrix. Matrix? Matrixen? Okay. 9. Eine brauche ich davon. Für meinen schönen Sinza. So, Handlaser nehme ich mit. Den Bombenwerfer brauche ich noch nicht. Pass auf hier, Raumanzug-Schubdüsen MK2. Nehmen wir mit. Dann haben wir die auch. So, das sind die Seminare. Erste-Hilfe-Kasten. Den habe ich jetzt hergestellt. Ein Kristall. Okay. Und jetzt gucke ich nochmal. Genau. Besteht. Dann habe ich nochmal 1,4 Millionen dazu. Sichere Reise. Sauber. Sauber, sauber. Ja, in so Kampfgebieten. Da braucht man eigentlich nur hinterherfliegen und alles einsammeln. Das ist schon richtig cool. Also es ist heute wieder mal extrem am Laggen.
Ich muss mir wirklich angewöhnen. So, Shift D, landet man gleich in seinem Schiff. Hallo. Mein Rechner doch mal neu zu starten. Wenn der ganze Tag läuft, dann ist das nicht so toll anscheinend. Das Spiel mag es nicht. So, abdocken. So, Split-Waffenlage. Dann fliegen wir da mal hin. Was das erst wird, wenn ich einen Zinser anschmeiße. Hey, Teleportation wäre echt super, dann könnte ich auch mal hin und her springen. Ich habe festgestellt, meine Schiffe, die ich da alle abgegrast habe, übernommen habe, ja, die kann ich nicht ausrüsten, weil da kein Pilot drin ist. Die sind halt in fernen Sektoren und ich kann nichts tun. Ich muss da erst hinfliegen. Ausgeschaltet. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Sicherheitscontainer. Wobei ich soll wahrscheinlich erstmal scannen, damit das von der Quest her funktioniert. Nee. Gut, ich soll es also nur finden. Machen wir. 4 Sicherheitsschlösser. Das war ein bisschen. Ach, nehme ich das hier. Fertig. So. So, gespeichert haben wir auch. Dann steigen wir mal aus hier. Hier ist es ja gerade relativ ruhig. Jetzt müssen wir mal gucken, wo der ist. Okay, so wird das nicht. Sicherheitscontainer. Jetzt gucken wir mal, ob das so funktioniert. Geht auch? Nee. Ich bin nicht nah genug. Ich traue mich da ja nicht ran. Was hat denn der Handlaser überhaupt für eine Reichweite? Oder geht das vielleicht gar nicht? Yeah. Oder ich muss halt ein paar Mal drauf. Ja, genau. Ich muss ein paar Mal draufhauen. Sonst wird das nichts. Liefere Regulierer für geladene Partikel. Ich kann doch hier noch mehr holen. Sicherheitscontainer. Gut, ich muss ja jetzt, glaube ich, nicht durch die ganze. Guck mal, aber den hier. Sicherheitscontainer. Können wir uns doch mal angucken. Das ist alles ganz schön. Schön ruckelig hier. Sauerstoff, der hält. Da können wir
Okay, einen Ausflug machen. Wer weiß, vielleicht kriegen wir hier noch tolle Geschenke. Noch einer. Mhm. Ich kriege wahrscheinlich immer das gleiche. Okay, dann können wir ja wieder. Drache, Ringer. Wieder heim ins Reich. Andocken abgebrochen. Andockerlaubnis erteilt. Boing! Sauber! Split dich grüßen! Ja! Split auch dich grüßen! Autopilot eingeschaltet! Sehr schön! Na, das neue Funst! Und mit dem Regulierer können wir dann gleich forschen. So die Hoffnung. Wobei, ich speichere das mal schnell ab. Man weiß ja nie. Na, hier sind einige am Landen und ja, die kaufen alle ein. Logische Übersicht. Sehr gut. Immer schön kaufen. Hat überhaupt schon einer was gekauft? Muss ja, aber irgendwie ist es nicht mehr Geld geworden, kann das sein? Ah, jetzt, pup. Na, würde ich schon sagen. Ja, ich werde langfristig da sicherlich noch ein größeres Dock hinsetzen, dass auch L-Schiffe andocken können. Gerade die großen Energiefrachter, das sind ja L-Schiffe. Die können ja bei mir gar nicht andocken. Und M, da ist nur ein Platz. Ja, und die kleinsten Frachter sind halt M. Und dann können die alle nur nach und nach. Und habt ihr ja gesehen, die Liste, wer da alles so jetzt kommt und immer mal kleine Mengen kaufen möchte. Das ist natürlich suboptimal. Aber es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang. Ich überlege tatsächlich, ob ich nicht noch ein bisschen mehr dran setze. Wenn es doch gerade mal funktioniert. Aber, ja, wenn ich jetzt da docke, dann kann kein anderer mehr docken. Was? Oh, der Autopilot ist so creepy. Uiuiui, komm, schaffst du. Erreiche Nopileus Glück. 6. Helikan, Verteidiger. Oder wie früher? Hier wieder, hier hinten wieder einen Riesen. Oh. Könnte ich eigentlich mal gucken? Nein, machen wir nicht. Nein. Ich lasse mich jetzt nicht von meinem Weg abbringen. Aber da ist irgendwas. Autopilot. Erreiche System. Profitabler Handel. So,
So, ich habe in meinen alten Spielständen habe ich ja nur Pileus Glück 6 eingenommen. Gut, ich habe ja in meiner einen LP-Serie das ganze Universum eingenommen. Aber hier habe ich meinen großen Komplex gebaut, wo dann später auch die Schiffswerften dran waren und wo ich dann Schiffe selber bauen konnte, ausrüsten konnte. Und dann werde ich hier wahrscheinlich eine Verteidigungsstation, eine ordentlich große, wenn ich dann irgendwann mal die ganzen Baupläne und alles habe. Oh. Okay. Autopilot deaktiviert. Das ist natürlich sehr toll, wenn ich hier die ganze Zeit quatsche. Ja, wahrscheinlich werde ich es wieder so machen, um mich dann zu rüsten gegen Familie Zyat. Ich bin noch nicht sicher. Es gibt ja auch viel mehr Xenon-Sektoren mittlerweile. Das ist ja Wahnsinn. Also, es gibt viel zu tun. Ah, die haben gerade eingekauft bei mir. Sehr schön. Ja, das ist ein bisschen an dem Laggen hier. Das ist nicht so toll. Aber das werden wir diese Folge mal hinkriegen. Muss ich mal ab der nächsten Folge dran denken. Vorher mal alles mal sauber zu starten. Dass das System fast jungfräulich ist. Damit das Spiel hier nicht rumzickt. Sonnenkraftwerk. Ah, nett. Nennt er gleich Sonnenkraftwerk. Außerhalb von Andock-Reichweite. Ja, ist ja gut. Ein paar mehr Lagermodule brauche ich auf jeden Fall. Produktionen 2. Da frage ich mich wirklich, was wird hier als Produktion gewertet? Nein. Das war so klar. Ja. Den hat es jetzt nach unten verschlagen. Der kommt jetzt hier nicht mehr raus. Ach so. Jetzt hat er es. Ja, da hat gerade wieder jemand eingekauft. Mhm. Der hängt jetzt aber unten drin. Erfolgreich angedockt. Drache, Binder. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Er muss sich dem das jetzt wirklich in die Hand drücken. Ui, ui. Dip, 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 dip. Wissenschaftslabor und da sind wir. Hallo auch. Regulierer, zack. Jetzt sollten wir mit unseren Forschungen loslegen können. Ich freue mich schon auf das Ergebnis. Super. Wow. Was ist das hier? Das ist ja echt nicht schön heute. Ah, jetzt läuft's. So, in 10 Minuten ist die Forschung fertig. Ja, und also für diese ganzen Schiffsmodifikationen. Ich hätte ja Schildmodifikationen lieber gehabt. Aber gut, dafür brauche ich ja dann eher noch die Bauteile. Das werden wir uns nach und nach alles holen. Da wird es ja, naja gut, das sind nur die ersten 4, wo wir was besorgen müssen. Ansonsten sind es hier ganz normale Sachen. Nanotronik, Graphen, veredelte Metalle, Teladianium. Und das wird halt einfach nur immer mehr. Plasmaleiter, Feldspulen. Teleportation. 25.000 Energiezellen, 2000. Ja, irre. Vor allem Nividium. Brauchen wir ja auch massenweise. Das muss man ja erstmal abbauen. Das gibt's ja sonst nirgends. So, Drache, Plünderer. Flump. Zip. Hallo. Hallo. Oh, fein. Ich brauche bessere Dockbereiche.
Jetzt machen wir erstmal das N kaputt. Waffenkammer und noch meine Feldmatrix. Sehr schön. Fordere umgehend Verstärkung an. Jo, bin unterwegs. Bin nur ein bisschen laggy unterwegs hier. Ich behalte sie im Auge. Ja, ich kann ja nicht die Station jetzt beschießen. Sie haben einen ernsten Fehler gemacht. Na, kommst du? Sehr schön. Oh, beschädigter Singularitätsantrieb. Jawoll. Urboss B. Fehlt mir nur noch der Fluxkompensator. Da ist noch ein M. Sehr schön. Das war's. Also, es ist echt krass gerade mit den Lecks. Das geht so nicht. Datenlecks reparieren, Teladi-Unternehmen. So, jetzt gucke ich nochmal in die logische Übersicht hier. Was, da kommt einer für nur 20. Oh. Was gibt's? Nochmal plus 2? Dann habe ich schon plus 9. Hahaha. Fick super. Super. Ich muss auch kurz speichern. Oh, hier sieht doch cool aus, oder? Dann muss ich mal hier Fupp machen und Fupp machen. Das sieht doch cool aus. Da mache ich jetzt mal einen Screenshot von. Flup. Sehr schön. Wobei ich glaube, ich überlege, also ohne... Da komme ich mir immer so nackt vor, als wäre ich im Raumanzug, wenn ich ohne Cockpit fliege. Aber so sehe ich natürlich auch viel mehr. Ist wahrscheinlich ja nicht mal so schlecht. Also hat definitiv nur Vorteile. So, ich werde jetzt mal. Genau, ich werde jetzt mal schauen. 4 Minuten 28, weil dann können wir nämlich gleich die nächste machen. Vielleicht sind ja nicht alle gleich. Aber die Station da hinten, die kenne ich. Doch, kenne ich. Okay. Ich muss hier ein bisschen bei den Teladi aufpassen, weil ich ja viele Sachen dabei habe, die hier verboten sind. Nicht, dass die Sektorpolizei wieder kommt, scannt mich und dann, hier, du Böse. Aber eigentlich würde ich jetzt so gerne zu The Kark, aber das ist, doch, wir gehen mal hin. Autopilot eingeschaltet. Ich hoffe, er wird nicht wieder total versagen. Aha. Ist hier irgendwo ein... Ja, das ist natürlich jetzt ein Problem wieder.
Bau planen. So, dann brauche ich nochmal Kopiere Sequenz. Also das ist doch manchmal... Manchmal ist es doch alles Quatsch. Bau planen. Jetzt gucken wir mal. Das Ding hat... Ach so. Die Split-Teile sind dreieckig. Da muss ich natürlich ganz anders planen hier. Das müsste doch eigentlich... Ich mach's mal händisch. Kreuz. Oh, wie war denn das mit dem Drehen? Ich hab's vergessen. Das ist ja Quatsch. So bringt mir das hier alles nichts. Na gut, dann lassen wir das erstmal. Da muss ich mich erstmal nochmal mit beschäftigen, wie das hier überhaupt war. Das ist ja schon über ein Jahr her. Dann fliegen wir ja so ein bisschen. Erreicht ihr System. Nupileus Glück. Durchs Tor oder durch den Beschleuniger und dann sind wir bei den Kark. Bei Paranidenrang wäre nicht schlecht. Stelle 10 Lasertürme auf. Nein. Könnte man machen. Man kann es aber auch lassen. Ich glaube, ich werde das ohne Cockpit so weiterspielen, ja. Zumindest solange ich ja, wie ich die Drachen fliege. Erreiche Romanebel 4. Sauber, auf dem Radar sieht man schon die Kark-Installation. Hier sieht man sie noch nicht. Die ploppt erst später auf. Autopilot. Ausgeschaltet. Da ist er. Aber wobei, wir fliegen mal da. Oh. Meine Forschungen sind zum Abschluss gekommen. Boah, guck mal, was ich jetzt gekriegt habe. Bauplan erhalten, Bauplan erhalten, Bauplan erhalten. Beschützer. Massenweise Baupläne erhalten. Ho, 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 ho. So, müssen wir erstmal hier die Forschung. Um die besten Schilde entwickeln zu können, wir benötigen Daten von verschiedenen Waffensystemen. Obwohl es sich nur um einen simplen Auftrag zum Datensammeln handelt, muss ich Sie inständig bitten, nicht das Zeitliche zu segnen. Jäger. Jäger. Welcher ist denn hier immer nah? Jäger. Ach, jetzt nehme ich mal den hier. Muss mich ja mal für ein Ziel entscheiden. Jäger. Ach, das werde ich wohl später einsammeln. Noch ein beschädigter Singularitätsantrieb. Sehr schön.
Der ist weit weg. Gucken wir mal, was hier noch liegt. Okay, das ist jetzt nichts Besonderes und es sind auch nur einzelne. Ja. Aha, okay, Daten gewinnen zu drei Waffentypen. Eskion mit der MK1, 2 von 50. Aha, also soll ich jetzt 50 Feinde. Feinde platt machen. Danke für Ihre Hilfe. Oder wie? Boah, wieder plus 2. Das. Für so ein paar Schiffchen. Jäger. Der ist näher. Königinwächter. Aber das ist gefährlicher. Königinwächter. Noch Königinwächter. Aha. Jäger. Ach, 19 von 50. Okay. Lasst sie nicht entkommen. Massentransporter E. Aha. Ja, ist inakzeptabel. Unkrautvernichter. Okay. Gut, dann haben wir hier erstmal ein paar Schiffe gemacht. Gucken wir mal, was es hier so alles Schönes gibt. Hochenergie und einfache Waffenkammer. Definitiv. Container. Das brauchen wir nämlich für die Schiffsmodifikation. Ah, ich hab's wieder völlig verschätzt hier. So. Flip. Container. Das sind auch mehrere. Danke für Ihre Hilfe. Da habe ich wohl die meisten Kills nicht gekriegt. Aber schon 19 von 50. So, das brauchen wir alles. Nicht. Oh. So, dann wollen wir mal speichern. Dann gucken wir mal kurz. Aha. Schaffe Waffenschadensdaten. Das haben wir. So, Antriebssensoren. Und Naniten, okay. Schauen wir mal. Wir können ja mal dahin fliegen, gespeichert ist ja. Also gestern, wo ich mal da war, weil ich wollte das Ding halt freischalten, da war schon eine paranidische Flotte da und da war nichts mehr. Also diese Kark-Installation, die ist ja unzerstörbar. Aber die haben ja normalerweise auch noch irgendwelche Außenposten hier, so eine Verteidigungsplattform, die waren alle schon weg. Da war alles schon hinne. Ja, da sieht man schon, da. Ja, da fliegen sie doch schon rum. Aber oh, da sehe ich, was sie. Wir sehen meine entzündeten Augen da. Okay, das ist jetzt nichts Wichtiges, Tolles, Besonderes. Schade. Schade, schade. Aber die spawnen ja hier überall im Sektor. Ach, wie gerne hätte ich hier Kark-GKS, so ein Kark-Zerstörer. Oh, die haben wenigstens noch Respekt eingeflößt. Wenn man die damals gesehen hat, dann uha, schnell weg. Mit ihren Kyonen damit dann.
wollte gerade sagen, da schießt er schon jeder, aber nee, das ist ja Bergbaulaser. Gehen Sie mir aus den Augen. So, da muss ich nur noch ein paar Kark klatschen. Für die Forschung. Sollen wir wahrscheinlich auch ein bisschen geduldig sein. Weil da hinten, da ist eine Station. So weit ab vom Schuss. Ist bestimmt ein bisschen mehr los. Gucken wir mal nach. Das ist so eine Station, oder? Sieht. Ah, doch. Da sehe ich langsam ein paar mehr Strukturen. Ja. Unbekannte Station. Ist nur ein schönes Stückchen weit weg. Hab ich jetzt auch keiner. Hier ist keiner. Hightech-Fabrik. Ach, da hauen sie wieder drauf, aber da passiert ja nichts. Halt. Autopilot. So. Eingeschaltet. Dann würde ich ja gerne mal zu meiner... zu gucken. 8000, okay. Logische Übersicht. Nett. 150.000. Schöne 50.000 verdient hier. Sehr schön. Und die Liste der Einkäufer ist lang. Lager füllt sich. Na, ich werde... wahrscheinlich wirklich das Problem haben, dass nicht hier noch, dass sie nicht schnell nur andocken können. Da, 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 da. Ausgeschaltet. Das ist so normalerweise Quest, genau, der Ton. Wertvolle Vorkommen. Dann heißt es wohl warten, warten, warten. Bis wieder neue Kakerlaken kommen. Früher auch alles mal anders. Aber gut, die haben ja keine Chance. Da ist ja die Paranidenflotte und zerlegt da einfach alles. Ist ein bisschen schade. Die Kark waren früher definitiv ein ernster Gegner. Jetzt ist einfach nur wie Kakerlaken zu Hause. Vorsorgliche Abwehrmaßnahmen. Genau. 12 Millionen. Gut, dann werde ich hier mal warten und wir sehen uns morgen wieder in alter Frische und dann hoffentlich mit ein paar Venierlecks. Hoffe ich. Alles klar, dann bis morgen.